willkommen am Medienzentrum des schönen Landkreis Harburg, südlich von Hamburg auf niedersächsischem Grund. Ich freue mich, euch heute hier in diesem Video kurz in eins unserer Projekte einführen zu können. Und zwar geht es heute um diese kleine Kiste hier. Das ist, was man so im modernen Deutsch einen Raspberry Pi nennt. Das ist ein Minicomputer, der ja durch seine Leistung eigentlich nicht wirklich besticht. Das ist eigentlich ein sehr, naja, nicht wahnsinnig schnelles Gerät, aber es reicht, dieses ungefähr 100 Euro teure Gerät zu nutzen, um in Bildungsinstitutionen im weitesten Sinne Dinge möglich zu machen, die vorher vielleicht mit viel Aufwand, mit viel Hardware, mit viel Ressourcen verbunden waren. Und wir haben gesagt, wir wollen uns das Leben ein bisschen leichter machen und all die Dinge, die wir so im Bereich der Medienbildung machen wollen, ja, mit so einem kleinen Gerät mal ausprobieren, ob das funktioniert. Und tatsächlich sind wir relativ weit gekommen. Wir haben vor einem Jahr mitten in der Corona-Krise im Mai 2021 angefangen, dieses Image zu gestalten und sind jetzt bei Version 2 angekommen, die jetzt in einem Release-Kandidat vorliegt. Und ich würde euch gerne einmal zeigen, was wir ja in diesem Bildungs-Image alles so angedacht haben. Und dazu starte ich das Gerät jetzt einmal und ja, würde euch ganz gerne zeigen, was mit dem Gerät alles schon möglich ist. Ja, das Gerät startet jetzt einmal. Das heißt, ja, im Endeffekt wird das Gerät mit einer kleinen SD-Karte betrieben. So eine Micro-SD-Karte. Ich zeige mal eine hier in die Kamera. Die sind so groß. Das heißt, am Anfang des Prozesses, wenn man dieses Gerät bespielen will, dann muss man so eine SD-Karte beschreiben und dann in den Raspberry Pi reinstecken. Der ganze Prozess ist am Anfang beschrieben. Und wenn wir jetzt das Image, also diese Software-Sammlung und das Betriebssystem das allererste Mal nutzen, müssen wir uns anmelden mit dem Nutzer Pi und das Passwort heißt ebenfalls Pi. Das tippe ich jetzt hier ein. Genau, so. Und dann dauert das nochmal ein, zwei Sekunden und dann ist das System auch schon da. Und im Endeffekt unterscheidet sich das gar nicht so großartig von dem, was ihr so kennt aus der Windows-Welt, aus der Mac-Welt, aus der Tablet-Welt vielleicht nicht. Also es ist zwar auch sehr mobil, dieses Gerät, aber es ist kein mobiles Betriebssystem. Wir haben hier ein Betriebssystem, das sich Raspberry OS nennt. Und dieses OS, das haben wir genommen, also OS für Betriebssystem, und haben angefangen, das sozusagen mit ganz, ganz viel Software zu bespielen, die wir im Bildungsbereich brauchen. Und wenn ich hier einmal die Grundkonfiguration mir angucke, dann fällt erstmal auf, hier unten ist ein Button. Da komme ich in den Startbereich. Daneben ist der Browser. In diesem Falle hier nutzen wir den Chromium-Browser. Ja, und verschiedenste Programme lassen sich hier ja schon vorkonfiguriert sofort out of the box, wie wir so schön sagen, benutzen. In diesem Falle haben wir Anwendungsfälle, die sich auf unser Digitallabor oder auf unser zukünftiges Digitallabor beziehen. Dafür ist dieses Image ursprünglich entwickelt worden. Wir haben hier nebenan einen Raum, Medienzentrum, 170 Quadratmeter, die ja in Zukunft im Endeffekt an jedem Platz so einen kleinen Raspberry Pi vorfinden wird. Und mit den Dingern machen wir ganz, ganz viele Dinge, die medienbildnerisch und auch im MINT-Bereich, im informatischen Bereich angesiedelt sind. Und wie gesagt, wir können alles mit diesem Image dann bereits komplett nutzen. Ich würde das einmal mit euch durchgehen und euch zeigen, was wir hier so haben. Zum einen fangen wir mal mit dem Bereich 3D-Druck an, weil der zurzeit sehr aktiv bei uns benutzt wird im Rahmen auch eines Projektes mit N21. Da haben wir diese beiden Programme hier, das ist ein Prusa Slicer und ein Cura. Ich kann das einfach mal aufmachen und mal kurz zeigen. Das sind Programme, mit denen wir unsere 3D-Drucker bespielen. Das heißt, hier ist es also möglich, im Endeffekt alle möglichen Objekte reinzuladen und dann am Ende mit dem 3D-Drucker auszudrucken.
Die sind schon so vorkonfiguriert. Man sieht es hier auf unsere sowohl SV01 Drucker, die wir hier im Medienzentrum extrem gepimpt haben. Das kann ich aber gerne im persönlichen Gespräch nochmal weitergeben, wenn das für jemanden interessant ist, wie wir das aufgebaut haben. Ist es auf jeden Fall so, dass Lehrerinnen und Lehrer oder auch tatsächlich andere Bildungsbeauftragte oder Multiplikatoren, wie wir immer so schön sagen, ja, dieses Gerät oder dieses Programm so leicht wie möglich nutzen können. Das heißt, was wir eigentlich gemacht haben, ist, diesen ganzen Konfigurationskram im Endeffekt vorher schon mal wegzunehmen und auf unser Setting einzustellen. Das Ganze wäre natürlich für jede andere Bildungsinstitution auch möglich, das einfach für ihre Gegebenheiten zu tun. Genau, 3D-Druck, Cura. Wir haben verschiedene Dienste hier auch hinterlegt, die integriert wurden. An dieser Stelle zum Beispiel sei Tinkercad, das kennt jeder Anfänger, der im 3D-Druckbereich unterwegs war, sicherlich. Hier müsste man sich jetzt anmelden, aber Lehrerinnen und Lehrer kriegen hier relativ einfach und kostenlos einen Account geschenkt und können dann anfangen, mit Kindern und Jugendlichen relativ einfach hier Dinge zu tun, die sehr, sehr, sehr niedrigschwellig angesiedelt sind und sich im Endeffekt mit diesem Image dann auch gleich umsetzen lassen. Ich schließe das hier an dieser Stelle nochmal. Ich will jetzt auch nicht im Einzelnen explizit auf diese ganzen Programme eingehen. Dafür soll das ja hier nur eine kurze Einführung sein. Aber ich gehe nochmal ein Schrittchen weiter. Genau, wir gucken nochmal weiter rein. 3D-Druck Thingiverse ist eine Seite, wo man ganz schnell ja, im Endeffekt komplette fertige Objekte runterladen kann, könnte ich jetzt zeigen, führt jetzt ein bisschen zu weit. STL Finder ist sowas ähnliches und Bloxcut ist eine tolle Software, die zeige ich noch mal ganz kurz, mit der man ja ganz niedrigschwellig eigentlich auch in der Lage ist, solche 3D-Objekte ja im Endeffekt mathematisch zu beschreiben, beziehungsweise mit kleinen ja, wie soll ich sagen, mit kleinen Befehlen zu versehen und dann sagt man Render, das ist jetzt so ein kleiner Befehl, mit dem man zum Beispiel eine Kugel generieren kann. Und diese Kugel, die lässt sich exportieren und dann auch auf den 3D-Drucker werfen. Kann man, wie gesagt, mit ganz vielen verschiedenen Objekten machen. Wenn ich jetzt beide Render, kommt da sowas bei raus und man sieht schon relativ schnell, dass man eigentlich auch mit diesen Codezeilen relativ schnell 3D-Objekte erstellen kann, die nachher ja auch ausdruckbar sind. Kugeln übrigens schwierig auszudrucken, müsste mit Stützgewebe passieren, aber egal, nur dass ihr seht, dass das hier tatsächlich auf diesem Image relativ performant läuft. Dazu kommt, wir haben eine kleine Kooperation mit der Firma Nirio aus Frankreich. Die haben extra für dieses Bildungsimage ihre Nirio Studio-Version ja im Endeffekt ja uns zur Verfügung gestellt, weil wir gesagt haben, wir würden das gerne alles komplett auf dem Pi machen. Und seitdem läuft diese Software auch auf ja auf diesem System. Auch das werde ich jetzt nicht expliziter zeigen. Das ist Gegenstand unserer Fortbildung, die wir natürlich zu diesen Dingern auch anbieten. Das Medienzentrum hier ist ja mittlerweile Kompetenzzentrum für Robotik, sodass wir IHK-zertifiziert ja, Roboter-Trainings anbieten könnten, wenn sie nachgefragt werden würden. So. Des Weiteren ist auch, und da gibt es auch eine kleine Kooperation mit der Robokind-Stiftung, die wir ja genutzt haben, um diese IHK-Zertifizierung zu bekommen. Da wurde unser Mitarbeiter Benny geschult, dass der ja im Endeffekt diese Dinge hier umsetzen kann. Und tatsächlich ist das hier auch einer der Roboter, die in dem N21-Projekt bei uns vorhanden sind. Und dieser Roboter hier, das ist ein Franka Emica, den haben wir
ja, auch in diesem Kontext tatsächlich so vorbereitet, dass der mit diesem Bildungsimage, also mit diesem Raspberry Pi-Programm, komplett steuerbar ist. Und ihr seht, also die 3D-Performance ist echt okay. Also da kann man wirklich nicht meckern. Das ganze Ding ist schnell genug, um den Roboter nachher vernünftig zu steuern und auch programmieren zu können. Also man kann hier im Endeffekt jetzt schon auch mit dieser Block-Software den Roboter komplett unter seine Kontrolle bringen. Auch das verlasse ich jetzt gleich nochmal und zeige den nächsten Punkt. Wir haben natürlich relativ viele Sachen, die auch im Programmierbereich unterwegs sind. Zu nennen ist hier natürlich zum einen Turbo Warp, das ich sehr mag, ich persönlich sehr mag. Es ist im Endeffekt ein Scratch 3-Derivat, macht also dasselbe wie Scratch 3. Obwohl ich mir gar nicht sicher bin, ob es auf Scratch 2 oder auf Scratch 3 aufsetzt. Auf jeden Fall ist Turbo Warp für den Raspberry Pi optimiert. Und zwar ist es auch hier eine Programmieroberfläche, die sehr, sehr, sehr niedrigschwellig zu nutzen ist. Turbo Warp ermöglicht mir vor allen Dingen den Code, der da entsteht. Also den Code, den baut man hier mit diesen Blöcken zusammen. Das habt ihr ja gerade schon auch bei Blocks Cut gesehen. Also dieses Prinzip findet man übrigens bei ganz vielen dieser Programmierebenen für didaktischen, schulischen oder auch Bildungseinsatz wieder. Dieses Turbo Warp ist extrem schnell, deswegen heißt das doch so. Es ist vor allen Dingen in der Gesamtreaktionsgeschwindigkeit bestimmt 3, 4 Mal schneller als Scratch jemals gewesen ist. Es ist auf Geschwindigkeit optimiert und funktioniert dadurch einfach ein bisschen flockiger auf diesem relativ leistungsarmen System. Auch das zeige ich jetzt nicht gerade weiter, werde jetzt die Highlights nur einmal nochmal rausnehmen. Spannend für jeden Mathe-Lehrer natürlich, nicht nur für Mathe-Lehrer, für Naturwissenschaftler ist Mathematiker. Hier ist die komplette Suite drauf, die für den Raspberry Pi ja besonders auch lizenziert wurde. Die Wolfram Engine ist hier drauf, die ebenfalls zu nutzen ist. Gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Derjenige, der damit schon mal gearbeitet hat, der weiß, was das für einen Wert hat. Mathematiker alleine ist eine Software, die extrem teuer ist und in der universitären Welt eine wichtige Rolle spielt. Das ist im Endeffekt eine Sprache zur Beschreibung von mathematischen Problemen. Ist aber tatsächlich nicht niedrigschwellig. Also da muss man dann mal überlegen, wo die Einsatzszenarien sind. Aber wie gesagt, es geht mit diesem Ding. Sonic Pi, auch noch ganz spannend, ist eine Software, starte ich mal ganz kurz, womit man im Endeffekt Musik programmieren kann. Also Musiklehrer, die Bock haben, in Richtung Programmieren sich mal ein bisschen zu orientieren. Elektronische Musik als Beispiel können mit Sonic Pi relativ niedrigschwellig anfangen, kleine Skripte zu schreiben. Wie gesagt, man muss sich natürlich in jedes dieser Produkte nochmal gesondert einarbeiten, aber die Möglichkeiten hier sind enorm. Auch bei Sonic Pi ein Produkt, wo ich denke, wenn man denn spätestens jetzt nicht einen Anschlusspunkt in der Bildungsinstitution sieht, spätestens bei Musik müsste es eigentlich da sein. Genau. Ich verlasse mal den Bereich hier der Entwicklung und gehe mal auf den Bildungsbereich. Da kommen wir ein bisschen zu so klassischen Produkten. GeoGebra, ich glaube, jeder Mathe-Lehrer, der ein bisschen moderneren Unterricht macht und den kleinen Taschenrechner, den Scientific-Taschenrechner in der Hand hat, der schwenkt mittlerweile entweder auf GeoGebra um oder auf irgendeine App, die sowas Ähnliches macht. GeoGebra ist tatsächlich ein Produkt, da brauche ich nicht viel drüber zu erzählen. Es ist wahnsinnig breit aufgestellt. Man kann damit auch dreidimensionale Grafiken bauen. Auch tatsächlich so, dass die mit den 3D-Druckern wieder benutzbar sind. Also da ist auch so eine Möglichkeit, einen sehr, sehr guten Schnitt in Richtung des Matheunterrichts und moderner 3D-Druckgeschichte zum Beispiel herzustellen. Wie gesagt, auch hier gehe ich nicht weiter drauf ein. Ist eine wirklich tolle Suite, die sich super nutzen lässt. Wir haben, und das finde ich auch nach wie vor einfach großartig, wir haben LeoCut hier drauf. Nicht zu verwechseln mit Lego Cut.
Aber irgendwie ist es doch damit zu verwechseln, weil es ist tatsächlich so, dass das ein Cut-Programm ist, was eben nicht wie ein klassisches Cut-Programm funktioniert. Jetzt seht ihr, dass mein Bild hier drüber ist, das macht aber nichts. Es ist tatsächlich so, dass man hier einzelne Objekte aus der Lego-Welt, Leo-Welt, Lego darf man nicht sagen, hier integriert. Und man kann diese Objekte jetzt ja im Endeffekt montieren. Man kann also virtuelle Lego Steine bauen und die klassischen Bricks sind hier natürlich auch drin. Jetzt muss ich nur mal gucken, wo die sind. Weiß ich jetzt nicht genau, aber ihr seht, vielleicht erkennt ihr sogar Einzelteile wieder, die ihr schon mal im Besatz hattet. Auch diese Teile lassen sich am Ende mit ein bisschen Umstand leider zurzeit noch auf den 3D-Drucker raushauen. Also auch das ist denkbar. Ja, der Fantasie sind da keine großen Grenzen gesetzt. Dieses Lego Cut kann ich jedem empfehlen, der einen niedrigschwelligen Einstieg in die Cut-Welt haben möchte, ohne gleich in dieses Thema Meshes, also diese 3D-Polygone, einsteigen zu müssen, sondern mit vorgefertigten Elementen zu arbeiten. Ja, dann verlasse ich an dieser Stelle Leo Cut. Und gehe so ein bisschen auf mehr in die Richtung so medienbildnerischer Kapazitäten. Ich habe zum einen hier in dem Image die komplette LibreOffice-Suite, die wird euch sicherlich bekannt sein. Das heißt, ihr könnt im Endeffekt die komplette Bandbreite der Office-Programme mit dem Raspberry Pi benutzen. Oh, die antwortet nicht. Na, dann warten wir noch mal einen Moment. Na, das ging jetzt auf einmal doch ganz schnell. Und wir sind hier auf einer ganz, ja, ich würde sogar sagen, brandaktuellen Version 7042, also relativ aktuell. Und es ist, ja, die klassischen Soft-Programme werden hier mehr oder weniger imitiert. Und ich denke mal, wenn es in Schule oder in den Bildungseinrichtungen darum geht, solche Produkte zu unterrichten, muss man sich halt fragen, ob so Open-Source-Pakete nicht reichen. Zum einen habe ich natürlich den riesen Vorteil, dass ich sie an Schüler auch wirklich kostenlos rausgeben kann und sie damit zu Hause weiterarbeiten können, ohne gleich große Lizenzen einkaufen zu müssen. Das Zweite ist, dass ich denke, dass gerade in Bildungsprozessen es eigentlich total cool wäre, mehr Open Source einzusetzen. Zum einen haben wir dadurch natürlich die Möglichkeit, selber auch zu entscheiden, wie die Produkte sich weiterentwickeln. Auch wenn das nicht jeder tun wird, kann er wenigstens sein Feedback dazu abgeben. Und das Zweite ist, ich glaube, gerade auch aus dem didaktischen Konzept heraus müsste man sich tatsächlich fragen, was unterrichte ich eigentlich? Unterrichte ich Produkte oder unterrichte ich Konzepte? In diesem Falle würde ich mich halt immer freuen, wenn, ja, ich sag mal, Multiplikatoren im pädagogischen Bereich sich klar machen, dass die Prinzipien eigentlich entscheidend sind, dass ich verstehe, wie ich ein bestimmtes Prinzip auf einem anderen Produkt nachher wieder finde oder wiedererkenne. Das wäre für mich so ein Ziel, wenn ich mit solchen Programmen arbeite und eben nicht das Nutzen von sogenannten Industriestandards. Das hier ist aus meiner Sicht übrigens auch ein Industriestandard, wird häufig und oft genutzt. Mal davon abgesehen, diese gesamte Geschichte geht so weit, dass wir hier auch einen E-Book-Editor haben. Das ist Calibre. Das ist ein Programm, womit man sowohl E-Books erstellen als auch verwalten kann. Also da geht auch schon einiges. Wir haben zwei Browser auf diesem System drauf. Den einen starte ich mal eben, weil wir hier drin so eine Grundlage an ein paar Links haben, mit denen, die wir im Endeffekt hier in dem Menü auch wiederfinden. Oben rechts in der Ecke, nur ganz kurz, dass ich darauf hingewiesen habe, ist ein Werbeblocker drin, der uBlock Origin, der aus meiner Sicht beste Werbeblocker und Decentralize. Wer sich da drüber informieren möchte, googelt die Begriffe mal. Das sind zwei Werkzeuge, die für mich unabdingbar jederzeit in jedem Browser installiert werden. Und übrigens nicht nur auf dem Chromium-Browser hier existieren, sondern auch auf dem Firefox ESR. Hier installiert wurde.
Dann gehen wir einen Schritt weiter. Und jetzt wird es spannend, weil ich glaube, mit diesem Image können wir halt auch noch viel mehr machen als diese ganzen MINT-Themen. Ja, ich hatte es ja gerade gesagt, Medienbildung fängt vielleicht ja hier so ein bisschen an bei vielen, aber hört halt dann nachher bei dem, was wir kreative Medienarbeit nennen, nicht auf. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass kreative Medienarbeit eine der wichtigsten Grundlagen ist, um nachher zu verstehen, wie Medien funktionieren, wie Medien gemacht werden. Und da bieten sich hier tatsächlich schon einige Dinge an. VLC Media Player wird eigentlich fast jeder von euch kennen. OBS Studio ist eine Software, mit der ich jetzt zum Beispiel gerade diesen Screencast hier aufnehme. Ist auf dem Raspberry Pi zurzeit noch nicht ganz unproblematisch, weil die Kamera leider nicht funktioniert. Also man kann keine Kamera einbinden. Das hat was damit zu tun, dass wir das 64-Bit-Image von Raspberry Pi OS nutzen und da die Kamerafunktionen noch nicht so ganz funktionieren. Aber es läuft zumindest so, dass man damit einen Screencast aufzeichnen könnte. Das heißt, man könnte den Bildschirm jetzt ein Tutorial abfilmen, so dass ohne dass eine Kamera sozusagen integriert wird. Das, was ich jetzt hier übrigens mache, dieses Tutorial-Video wird gerade mit OBS Studio tatsächlich auch ja, erstellt. MuseScore. Jeder Musiklehrer wird sich freuen, dass dieses Programm integriert ist. MuseScore ist ein Programm zur Erstellung von Partituren und hat im Hintergrund auch noch eine riesengroße Datenbank an Partituren, die allerdings mittlerweile, glaube ich, mit einer Paywall, sagt man auf Deutsch, also mit so einer, ja, man muss auf jeden Fall ein Konto haben und darf dann eine bestimmte Anzahl an Partituren runterladen, die frei sind. Man kann aber eigene Partituren hiermit erstellen und das ist, glaube ich, auch der echte Knaller. Komplette musikalische Partituren mit allem, was dazugehört, einfach bauen, wenn man Kindern die Möglichkeit geben möchte oder Jugendlichen die Möglichkeit geben möchte, sich in diesem Bereich arbeiten. Ich glaube, mittlerweile ist MuseScore eine gute Konkurrenz zum Beispiel zu solchen Programmen wie Finale geworden oder Sibelius, wer sie kennt. Das ist tatsächlich spannend und ist eine tolle Alternative und wie gesagt, nach wie vor kostenlos. Dann kommen wir in den Bereich, der für den Raspberry Pi fast ein Novum ist. Das geht auch tatsächlich nur mit den Geräten der 4er, 400er Serie, Videoschnitt mit dem Pi. Es ist möglich, es funktioniert, es ist nicht wahnsinnig schnell. Wir gehen aber davon aus, dass der Raspberry Pi innerhalb der nächsten Generation eine wahrscheinlich mindestens Verdrei- bis Vierfachung der Geschwindigkeit hinlegen wird. Man möge mich Lügen strafen, wenn es nicht eintritt, aber eine Verdoppelung ist mindestens drin. Und selbst wenn dieses Programm hier doppelt so schnell läuft, also wir können eine Minute Film in 1080p hier auch rausrendern. Ich sag mal, wenn man sich auf diesen 1080p Workflow oder 720p Workflow einschießt, das bedeutet also, dass man die Filmaufnahmen, die man macht, in einer relativ geringen Auflösung aufzeichnet und dann hier integriert und schneidet, ist dieses Programm performant genug. Und aus meiner Sicht reicht 720p, jeder Filmbildner möge mich Lügen strafen, aus, um anzufangen mit solchen Systemen und überhaupt erstmal die Grundprinzipien solcher Schnittsoftware kennenzulernen. Also auch das ist eine Sache, ich würde also ich würde mich freuen, wenn viel, viel mehr Videoschnitt in Schule auch unterrichtet wird und Schülerinnen und Schüler in diese Arbeit oder Jugendliche in diese Arbeit eingeführt werden. Und wie gesagt, wir bieten hier die Möglichkeit, das zu tun. Der letzte ganz wichtige Punkt und diese Software hat mittlerweile eine gewisse Berühmtheit erlangt, ist Audacity. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich habe noch keinen Engländer gehört, der das mal für mich ausgesprochen hätte. Ich nenne es Audacity. Audacity ist tatsächlich ein Programm, womit ich anfangen kann, Podcasts zu schneiden. Ich kann relativ einfach und schnell, das funktioniert jetzt nicht, weil ich kein Mikrofon angeschlossen habe, hier aber würden jetzt die Hüllkurven zu sehen sein, könnte ich ganz schnell Dinge schneiden. Ich kann Schnittpunkte setzen, ich kann Stereo, also die Separationen vornehmen. Ich kann Toneffekte reinrechnen. Ich habe Effekte, die ich auf das, was ich aufzeichne, hier vornehmen kann. Dieses Programm
erlaubt mir wirklich mit einem schönen, wenn man ein gutes Mikrofon hat, tatsächlich gute Tonaufnahmen zu machen. Und wie gesagt, aus meiner Sicht wäre es die Grundlage dafür, um mit Podcasts zum Beispiel in Schule zu arbeiten oder vielleicht sogar ein Schulradio vorzuprogrammieren, produzieren. Oder, ja, alles, was mit Ton geht, Hörspiele produzieren, you name it. Aber auch das ist hier auf diesem 100-Euro-Computer denkbar und auch in der Geschwindigkeit her absolut leistbar. Jo, dann machen wir das nochmal zu und gucken in das nächstgrößere. Und hier rutsche ich jetzt einmal relativ schnell durch. Ich mag das gar nicht einzeln alles zeigen, aber Begriffe. Mit Flameshot kann ich zum Beispiel Bildschirm aufzeichnen, also Bildschirm-Screenshots aufzeichnen. Mit FreeCut, das ist ein relativ komplexes Programm, das ist ein richtiges vollwertiges Cut-Programm, auch für 3D-Anwendungen, 3D-Druck zu nutzen. Nutzt aber tatsächlich wirklich diesen polygonalen Ansatz. Also wir bauen wirklich die Grundlage jedes 3D-Objektes selbstständig mit dem Editor. Bietet, wenn man sich mal ein paar Tutorials anguckt, wir haben da schon mal ein paar verlinkt. Wer wissen will, welche das sind, kann ich gerne nochmal zukommen lassen. Es gibt sehr, sehr niedrigschwellige Tutorials, wo man lernen kann, wie man mit FreeCut eigentlich schon 3D-Objekte bauen kann. Und das kann man Schülerinnen und Schülern, ich denke so ab der 7., 8. Klasse, absolut ohne Probleme schon beibringen. Das geht gut. GIMP, GNU Image Manipulation Program, ist ein Klassiker, ist im Endeffekt das Photoshop-Derivat für Anfänger. Oder was heißt Anfänger? Es hat natürlich eine andere Zielgruppe. Auch das eine kostenlose Software. Reicht für das meiste, was man im Bereich der Bildbearbeitung machen möchte, komplett aus. Gehe ich jetzt auch nicht weiter drauf ein. Also wer Bilder bearbeiten will, Kunstlehrer, die gerne was in dem Bereich machen möchten, werden auch hier fündig werden. Imagematic überspringe ich mal. Das ist ein Bildkonverter. Inkscape ist ein Programm, womit ich sehr, sehr mächtig, im Endeffekt sowas wie Freehand, gab es früher mal, wer es noch kennt, Macromedia, Freehand simuliere. Das ist eine Software, womit ich Vektorgrafiken baue, eben keine Bitmap-Grafiken, also punktbasierte Grafiken, sondern eben Grafiken, die auf mathematischer Basis im Endeffekt erstellt werden, also auf mit sogenannten Splines oder auch polygonal arbeiten, aber eben nicht dreidimensional, sondern zweidimensional. Der Vorteil dieser Bilder, die man damit erstellt, ist, dass man, wenn man sich an bestimmte Standards hält, dass diese Bilder im Endeffekt endlos skalierbar sind. Man kann die unendlich groß machen. Das heißt, dieses Programm wird zum Beispiel für Logo-Design gerne benutzt, damit man die Logos eben in beliebiger Größe nachher auch ausdrucken kann oder weiter produzieren kann. Leibercut, Context Free Cut ist im Endeffekt ähnlich, gehe ich jetzt nicht drauf ein, ist im Endeffekt ein Open Source Konkurrenzprodukt zu Free Cut mit ein paar anderen Zielgeraden, würde ich sagen, die sie da eingehen. LRF gehe ich weiter. Das ist ein einfaches Zeichenprogramm. Wem also GNU am Anfang zu kompliziert ist, fängt mit einem leichten Zeichenprogramm an. Ganz wichtig, Spiele. Man glaubt es nicht, aber für Medienbildungsprozesse ist aus meiner Sicht auch das Spiel ein wichtiger Punkt. Und die ersten 5 Spiele hier werde ich jetzt einfach mal ignorieren und auf Mindtest eingehen. Nur ganz kurz. Mindtest ist die Open-Source-Variante von Minecraft. Und Minecraft hat ja doch einen ziemlichen Impact auf Bildung gehabt und hat es aus meiner Sicht auch immer noch. Und es gibt, glaube ich, kein erfolgreicheres Spiel in der Altersgruppe, ich sag mal zwischen 6 bis 14, 15 Jahren. Die Verkaufszahlen von Minecraft sind enorm. Und mein Test strengt sich an, ein Klon von Minecraft zu sein, der tatsächlich auch sehr, sehr gut für edukative, also bildnerische Prozesse zu nutzen ist. Ich werde auch hier jetzt nicht groß nochmal darauf einsteigen, aber dieses Spiel lässt sich über den Raspberry Pi komplett bedienen und funktioniert. Könnte ich ein Sondervideo zu machen, um das mal zu zeigen, wie gut das funktioniert. Und im Endeffekt bin ich fast durch, bis auf den einen Teil hier unten, der noch ganz spannend ist. Wir haben hier
Logins gebaut, weil dieses Image ist ja im Endeffekt für bei uns zumindest hier in der Nähe gibt es zwei Schulen, das Gymnasium Hittfeld und die IGS Seevetal. Beide Schulen verfügen über ein eigenes Schulsystem iSurf und diese beiden Systeme sind von diesem Raspberry Pi Image auch sofort zu erreichen. Das heißt, wenn ich jetzt hier raufklicke und ich einen Schüler-Account habe auf meiner Schule, kann ich jetzt anfangen, hier mich einzuloggen und kann dann alle meine Sachen, die ich hier mache, in meinen Benutzer-Account rüberspielen, in der Schule und kann dann in der Schule damit auch weiterarbeiten. Das heißt, wenn man aus dem DigiLab rausgeht, könnte man seine Daten darüber retten. Ist ja immer ein klassisches Problem dieser Computerräume und in diesem Falle, lässt sich das so mit lösen. Und wie gesagt, für unterschiedliche Orte gibt es unterschiedliche Zugänge und ja, da wählt man einfach seine Schule aus und dann kann man sich einloggen in seinen Account. Hinterher vergisst das System zum Glück dann auch den Account wieder, dass man sich nicht wundert, dass man nach dem Neustart dann noch eingeloggt ist. Also das funktioniert relativ gut. Ja, und ich würde sagen, ich bin am Ende dieser kurzen, überflugsartigen Perspektive. In diesem README, wir haben uns heute den Release-Kandidat 1 angeguckt. In diesem README findet ihr im Endeffekt alles, was so wichtig ist. Wir haben auch tatsächlich unsere Compiling-Skripte da mal reingebaut, mit denen wir verschiedene Produkte hier selbstständig kompilieren, weil wir sie nicht als Binärdateien gefunden haben. Ja, und wie gesagt, ich freue mich über den Austausch und über alle, die Bock haben, da vielleicht in Zukunft auch mitzuarbeiten. Würde mich freuen, wenn das in irgendeiner Form möglich wird. Ja, und würde sagen, in diesem Sinne, einen schönen Gruß aus dem Medienzentrum Landkreis Harburg. Euer Ecki. Tschüss.